Sorg dafür, dass er diesmal die Fermate hält im vorletzten Takt. Ich brauche die Zeit zum Luftholen. Hab ich schon, aber er findet, es stört den musikalischen Fluss. Ja, dann sag ihm, er ist der Dirigent, aber ich bin ich. Namen Isabel. Ach, Herr, mein größter Fan. Wie kommen Sie hier rein? Sind Sie jetzt der Pförtner hier? Ich bin der Vater. Dem stehen alle Türen offen. Du willst mir Glück wünschen? Wie nett. Ich wünsche dir alles Mögliche, ja. Und ich gebe dir noch eine Gelegenheit. Die letzte. Gelegenheit wozu? Du kannst es dir noch einmal überlegen. Da gibt es nichts zu überlegen. Mutter hat ihr Geld mir vermacht. Es ist meins. Ich kann damit machen, was ich will. Warum denkst du immer nur an dich selber? Weil ich das so von dir gelernt habe. Das wird Konsequenzen haben, die kannst du dir kaum vorstellen. Ich kann sie mir vorstellen und ich kann damit leben. Also bitte, ich muss mich jetzt fertig machen. Das reicht. Ich rede mit dem Pförtner. Er lässt sie hier nicht mehr rein. Vater hin, Vater her. So geht's nicht. Sie werden staunen, was alles geht. Gerade Sie. Raus! Toi, toi, toi. Achtung, noch 7 Minuten bis zum Auftritt. Die Mitwirkenden bitte auf die Bühne. Sie hätten nicht irgendwie Probleme, oder? Keine, die Sie am Auftritt hindern. Mach dir da mal keine Hoffnung. Du hast es doch nicht nochmal probiert. Ich habe toi, toi, toi gesagt. Das gehört sich so. Mehr nicht? Nur das Nötigste. Gehst du schon mal vor? Ich will mir noch die Hände waschen. Was meinte er eigentlich mit Konsequenzen? Die einzige Konsequenz ist, dass er ohne mein Geld seine Firma nicht erweitern kann. Und dass er trägt, dann nicht raffgierig, wie er nun mal ist. Hat sich aber angehört, als dachte er an Konsequenzen für uns. Welche denn? Das frag ich dich. Ach, das sind Sprüche. Einfach nur Sprüche. Wenn du meinst. Lässt du mich jetzt allein? Ich brauche meine 5 Minuten. Toi, toi, toi. Männliche Leiche. Sie muss aussehen, wie sie erschlagen worden. Da muss schon eine ganze Weile hier unten liegen. War denn heute keine Vorstellung? Doch, sogar eine Premiere. Verstehe ich nicht. Da muss doch jeden Hülle los gewesen sein. Da kann doch nicht einfach einer stundenlang unbemerkt rumliegen. Da hinten werden die Wagen von den Mitarbeitern geparkt. Und die meisten von denen waren bis eben auf der Premierenfeier. Wer hat ihn gefunden? Die Dame da drüben. Aber Vorsicht, die ist nicht ganz einfach. Sind Sie der Chef hier oder sowas Ähnliches? Ja, Hauptkommissar Siska, wer sind Sie? Sabine Falk. Mir tun die Füße weh und ich will nach Hause. Bitte nicht. Da müssen Sie sich leider noch etwas gedulden. Was machen die in meinem Auto rum? Ja, die dürfen das. Wir sind gleich bei Ihnen. Das höre ich jetzt zum 5. Mal. Bleib schon da. Guten Abend, Doc. Wie sieht's aus? Ja. Es dürfte so an die 4 Stunden her sein. Also gegen Vorstellungsbeginn.
Würde ich sagen, ja. Hier, das lag gleich daneben. Eine Rohrverlängerung, verzinkt. Kriegen Sie in jedem Baumarkt für einen Fünfer. Haben Sie schon in die Taschen des Toten gesehen? Alles leer. Wenn Sie mich fragen, nicht von selbst. Sie denken an Raubmord? Hier das Telefonbuch lag neben der Leiche. Aktuelle Münchner Ausgabe A bis K. Ja, dann lassen Sie das mal überprüfen auf Abdrücke, ja? So, wollen wir mal. So, jetzt sind wir bei Ihnen. Ja, jetzt sind wir bei Ihnen. Ja, kennen Sie diesen Mann, Frau Falk? Ich denke schon. Sie denken schon? Und warum haben Sie uns das vorhin nicht gesagt? Ich bekam es jetzt immer nur zu hören, wir sind dann gleich bei Ihnen. Danke, dass Sie endlich da sind. Und, wer ist er? Der Vater von einer Kollegin. Hat die auch einen Namen? Sherman Isabel. Ist das nicht die Hauptdarstellerin? Ja, die Hauptdarstellerin. Und der Wagen von dieser Hauptdarstellerin, steht der zufällig hier irgendwo in der Tiefgarage? Sie fährt nicht Auto, sie lässt fahren. Aber ich würde jetzt gerne fahren. Hier zieht's nämlich und mir ist kalt. Es kann sein, dass ich morgen Abend singen muss. Ja, dann lassen Sie uns auch woanders hingehen. Wohin führt denn diese Tür da hinten? Rauf zu den Garderoben hinter die Bühne. Ach, die Mitarbeiter des Theaters haben eigenen Zugang zur Tiefgarage? Ja, klar. Oder dachten Sie, wir latschen jedes Mal durch das ganze Theater? Ja, dachten Sie das? Dann gehen wir doch mal da hoch. Kommen Sie. Ach, jetzt darf ich durch. Jetzt schon? Danke. Das sind unsere Garderoben. Ach, hier kommt man raus. Da ist man ja am Handumdrehen unten und gleich wieder oben. Ja, das ist der Sinn von einer Treppe. Wussten Sie das nicht? Sagen Sie, und die Mitwirkenden, die halten sich bei der Vorstellung hier auf. Es sei denn, Sie sind auf der Bühne. In welcher Beziehung standen Sie zu dem Toten? Ich? Ja. Sehe ich so aus, als ob ich sowas nötig hätte? Er lag immerhin neben Ihrem Wagen. Ich habe den Mann ein einziges Mal gesehen. Wann und wo war das? Heute und hier, kurz vor der Vorstellung. Er war bei seiner Tochter. Aber wäre es nicht angebracht, Sie reden mit ihr selber? Sie ist drüben im Prinzipal. Mit jeder Menge Leute um sie rum. Darf ich dann endlich in mein Auto? Nein. Nein, ich fürchte, darauf werden Sie noch eine Weile verzichten müssen. Aber mein Kollege wird Sie heute Abend nach Hause bringen. Und dem können Sie dann alles erzählen, was Ihnen sonst noch so einfällt. Zuhören ist meine Stärke. Genau. Wo geht's bitte hier zum Prinzipal? Danke. Kommen Sie bitte. Ich bin gleich bei Ihnen. Sherman? Geschlossene Gesellschaft. Keine Interviews. Ich fürchte doch. Siska, Kripo München. Wir müssten Sie kurz sprechen. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Vater tot aufgefunden wurde. Was? Ja. In der Tiefgarage. In der Tiefgarage? Was wollte er denn da? Ich habe gehofft, dass Sie uns diese Frage beantworten können. Er wurde dort ermordet. Mein Vater und ich, wir gingen nicht dieselben Wege. Da fragen Sie wohl besser Regina. Wer bitte ist Regina? Seine jetzige Frau, Regina Sherman. Sie hat mich noch angerufen vorhin und gefragt, ob er hier ist.
fand ich die Frage noch ziemlich abwegig. Könnten Sie uns bitte Ihre Adresse sagen? Döbelweg 6. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ja, Rüdiger Korff. Und in welcher Beziehung stehen Sie zueinander? In jeder, die Sie sich denken können. Das heißt, Sie kannten Herrn Schirmann? Ja, schon. Gut. Wir waren nicht per Du, wenn Sie das mögen. Gut. Vielen Dank fürs Erste. Wissen Sie, was das Schlimmste ist an unserem Beruf? Dass jeder Idiot denkt, das kann er auch. Ja, das kann ich gut verstehen. Wir sind da. Endlich. Sie brauchen ein neues Auto. Ihr Aschenbecher ist voll. Ja, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Lorenz? Ja? Ich habe sie jetzt abgesetzt. Es gibt aber nichts Neues zu berichten. Naja, du kannst jetzt nach Hause ins Bett gehen, aber wir müssen noch quer durch die Stadt zu dieser Witwe. Ja? Und ihr sagen, dass sie eine ist. Ja, ich wünsche dir eine schlaflose Nacht. Vielen Dank. Gut, bis morgen. Schweres, der kam auf mich zu. Beruhigen Sie sich doch bitte. Wo ist denn Ihre Wohnung? Parterre, zweite links. Gut, Sie bleiben hier vorne. Ja, ja. Bleiben Sie hier vorne, ich schaue nach. Nichts. Können Sie den Mann beschreiben? Wie denn? Es ist doch dunkel. Wie konnten Sie dann so sicher sein, dass es ein Mann war? Instinkt. Naja. Ja gut. Gehen Sie jetzt rein, versuchen Sie ein bisschen zu schlafen. Ich bleibe noch eine Weile hier. Zumindest brennt noch Licht, da müssen wir niemanden aus dem Bett holen. Polizei? Ja, guten Abend. Siska, Kripo München, mein Kollege Hane. Darf ich fragen, wer Sie sind? Sicher, mein Name ist Wulfert, Max Wulfert. Ich bin ein Freund von Ulrich und Regina. Kommen Sie. Danke. Uns ist klar, dass mit Ulrich was passiert sein muss. Wir können uns nur nicht vorstellen, was. Frau Schermann, wir haben Ihnen leider eine traurige Mitteilung zu machen. Was ist mit Ulrich? Ihr Mann wurde erschlagen aufgefunden in der Tiefgarage des Theaters. Erschlagen? Was wollte er denn in der Garage? Das fragt sich anscheinend jeder. Verzeihen, falls ich was Dummes bemerke, aber vielleicht wollte er einfach nur zu seinem Wagen. Nein, das wollte er bestimmt nicht. Unser Wagen ist in der Werkstatt. Wir waren ja mit dem Taxi da. Das heißt, weder sein Wagen war in der Garage, noch der von irgendjemand anderem, den er kannte. Ich kann ihn auch nicht mehr sagen. In der Pause ließ ich in den Waschräumen nachsehen. Da war er nicht. Dann bin ich nach der Vorstellung hier nach Hause gekommen. Da war er auch nicht. Ich habe dann Isabel angerufen und da war er auch nicht. Und dann rief sie mich an und ich rufe seither sämtliche Krankenhäuser an.
Zunächst das Dringlichste. Ihr Mann, hatte er eine Brieftasche bei sich? Ja, sicher. Kreditkarten und dergleichen? Mhm. Sie sollten sie sperren lassen. Ich kümmere mich drum. Verhielt sich Ihr Mann in letzter Zeit irgendwie ungewöhnlich? Doch. Gestern Abend, er kam nicht ins Bett und ich wollte nach ihm sehen. Und dann fand ich ihn vor seinem Notebook. Als er mich sah, hat es ganz plötzlich zugeklappt. Wie wirkte er? Bedrückt? Nein. Er freudig. Freudig erregt. Hat er was gesagt? Ach, wissen Sie, es war nicht seine Art, viel zu sagen. Und ich habe es mir längst abgewöhnt, Fragen zu stellen. Wo ist dieses Notebook? Kommen Sie. Wir müssen es mitnehmen aufs Präsidium. Ja, wenn es Ihnen weiterhilft. Darf ich fragen, in welche Richtung Sie denken? In jede. Gesichert mit einem Passwort. Kennen Sie es? Nein. Ich glaube, das hat schon seinen Sinn, wenn Max Sie fragt. Doch, er kann Ihnen vielleicht helfen. Inwiefern? Na, ich befasse mich mit der Psychologie von Gewaltverbrechen. Ach. Sie finden meinen Namen in etlichen Lehrbüchern. Das ist gut zu wissen. Vielleicht kommen wir ja nochmal auf Sie zurück. Vielen Dank, Esma. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Zuerst dachte ich ja, die will mich verarschen. Aber dann lag da plötzlich dieses Telefonbuch. Das kann doch kein Zufall sein. Vielleicht doch. Ich meine, die neue Ausgabe wird ja zurzeit überall verteilt. Da kommt es durchaus vor, dass das ein oder andere Buch bei der Auslieferung runterfällt. Aber bestimmt nicht das hier. Wieso nicht? Die Dame heißt da Falk. Sabine Falk. Ja. Und dieses Telefonbuch hier öffnet sich fast automatisch auf der Seite mit ihrem Namen. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Das gibt's ja nicht. Mit Lippenstift? Ja. Die Sache scheint doch nicht so kindisch zu sein, wie es aussieht. Na schön, lassen Sie es untersuchen. Stellen Sie fest, ob in dem anderen Telefonbuch auch so eine schöne Zeichnung ist. Ja. Hane, was macht unser Passwort? Oh nein. Gut, Hane, ich verspreche Ihnen, Sie nie wieder zu fragen, ja? Ja, das ist ein Wort. Schermann kannte sich wirklich aus mit sowas. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wie man hier reinkommt, ist über das Passwort. Und das muss ein Wort mit 7 Buchstaben sein. Das ist das Einzige, was bisher feststeht. Na gut, vielleicht ist es ja auch kein Wort, sondern eine ganz beliebige Buchstabenfolge oder Zahlenkombination. Ja, richtig. Ich könnte das jetzt natürlich einzeln durchprobieren, aber das dauert dann mal gerade 2 Millionen Jahre. Alle, Sie sind doch noch jung, Kopf hoch. Was ist eigentlich mit unserem Psychologen, diesem Max Wohlfahrt von gestern Abend? Haben Sie den gescheckt? Ja, der ist tatsächlich ein namhafter Psychologe. Betreibt eine therapeutische Praxis und hat mehrere Studien verfasst über die seelischen Strukturen von schweren Straftätern. Angeblich bahnbrechende. Na gut, dann kann man den wohl ernst nehmen, wenn er uns seine Hilfe anbietet. Ja, ich denke schon. 7 Buchstaben brauche ich für das Passwort. Hahn, ich empfehle Baldrian. Das hat 8. Hahn, ich dachte, Sie könnten vielleicht welchen brauchen. Die haben mir das Telefonbuch aus der Garage gleich wieder mitgegeben. Da ist nichts weiter drauf, nur die Fingerabdrücke von Schermann. Keine Zeichnung? Nö, ist ein neues, unbenutztes Exemplar. Na schön, dann lesen Sie es. Wie bitte? Das ist ein Telefonbuch. Ja, der Schermann hat das vor seinem Tod in der Hand gehabt. Vielleicht ist ja irgendwas angekreuzt oder angestrichen oder Seite rausgerissen. Ist doch nicht ganz unwichtig, oder? Ich soll ein Telefonbuch lesen. Aber du musst es nicht auswendig lernen. Sehr witzig. Frau Schermann, Sie sagen Ihre Auftritte ab. Denken Sie, dass Ihre Fans das verstehen werden? Sie verstehen das schon. Es wird einem ja nicht jeden Tag der Vater umgebracht. Nun, es heißt aber, Sie und Ihr Vater sind sich nicht gerade sehr nahe gestanden. Nächste Frage. Wir waren nicht immer einer Ansicht, das stimmt. Aber er war mein Vater. Er verdient meinen Respekt.
Ich werde die nächsten Tage auf keinen Fall auftreten. Nun ja, sie überlegt es sich noch. Sie hat es sich überlegt und es bleibt dabei. Und an Ihren längerfristigen Plänen ändert sich also nichts? Überhaupt nicht, nein. Wir haben nach wie vor die Absicht, unser eigenes Theater zu bauen. Mit Frau Schermanns Geld? Isabel hat einen Traum und ich verwirkliche ihn. Ich habe eigens für Sie eine Komposition. Was soll das? Sabine, du störst. Ist mir egal. Wer war in meiner Garderobe? Sabine, in deiner Garderobe traut sich nicht mal die Putzfrau. Ich lasse mir das nicht gefallen. Wenn hier einer etwas gegen mich hat, dann soll er mir das offen sagen, aber nicht so! Komm mit. Schau dir das an. Deswegen machst du so einen Zirkus. Hast du sie noch alle? Man sollte sowas nicht überbewerten. Das ist sicherlich nur ein schlechter Scherz. Das ist nicht das einzig Komische, was mir passiert ist, seit ich gestern Abend die Leiche am Auto hatte. Ach, war das Ihr Auto? Ja. Entschuldigung. Ist das eine Kollegin von Ihnen? Das ist meine Zweitbesetzung, Sabine Falk. Falk? Normalisker oder Zicker? Das sagt sie Ihnen bestimmt liebend gerne selbst. Wie gesagt, nicht überbewerten. Gab's Anrufe? Nur das Übliche. Und Herr Fuchs hat den 14-Uhr-Termin abgesagt. Ja, soll mir recht sein. Kann ich noch ein bisschen was arbeiten. Aber Frau Schermann ist vorhin gekommen. Regina? Ja. Sie sagte, sie wartet lieber gleich im Sprechzimmer. Ah. Ach. Regina. Hallo, Max. Ich wäre in jedem Fall heute noch bei dir vorbeigekommen. Ja, weißt du, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und ich dachte, vielleicht schreibst du mir irgendwas Leichtes auf zur Beruhigung? Ja, natürlich, sicher. Hätte ich schon gestern dran denken können. Wartest du schon lange? 5 Minuten. Ja, da kommt einiges auf dich zu, Regina. Abgesehen von den Formalitäten. Der Verlag muss geführt werden. Einfach wird das nicht. Ich weiß. Ich bin jederzeit für dich da, das weißt du hoffentlich auch. Danke, Max. Ich will ja nicht nerven, aber ich muss mal wieder nach dem Sinn fragen. Dem Sinn von was? Na ja, Wiegand saß den ganzen Tag über dem Telefonbuch und ich habe das Passwort gesucht. Angenommen, es war wirklich ein Raubmord. Dann verlieren wir doch durch sowas wertvolle Zeit. Es war kein Raubmord. Da steckt Kalkül dahinter. Der Schermann, der muss einen Grund gehabt haben, warum er in eine Tiefgarage gegangen ist. Und der Mörder, der muss diesen Grund gekannt haben und wir müssen diesen Grund herausfinden. Was macht das Telefonbuch? Das habe ich zu 2/3 durch. Und nichts gefunden? Doch. Hane steht drin auf Seite 729. Vergiss es, ich habe ein Alibi. Was macht das Passwort? Och, Schischka, Sie haben mir versprochen, mich das nie wieder zu fragen. Ich will jetzt an was anderes denken. Sie haben die Sinnesfrage gestellt. Ach ja, egal. Jetzt will ich Billard spielen. Wobei Billard, das wird auch mit 7 Buchstaben geschrieben. Ist mir noch nie aufgefallen. Gummizelle hat 10 Buchstaben. Zeitung von morgen? Danke, nein. Ah, Moment, doch. Theatermord. Ich gebe euch einen aus. Was? Jetzt kommen Sie. Ich habe einen unglaublich harten Tag hinter mir, wissen Sie das? Das mag Sie sich vielleicht verwundern, aber da sind Sie kein Einzelfall. Ist das Ihre Garderobe? Na, gehen wir doch mal da rein. Wirklich schön, dass wir das jetzt alles aus der Zeitung erfahren. Vielen Dank. Was hätte ich machen sollen? Die interessieren sich wenigstens für mich. Die hätten übrigens gerne ihren Namen gewusst. Es ist ein Jammer, er ist mir nicht mehr eingefallen. Ja, das ist wirklich sehr bedauerlich. Was ist mit der Zeichnung? Wieso ist die entfernt? Ja, natürlich. Oder denken Sie, ich glotze mir das den ganzen Abend an? Sie haben sich zuerst an einen Korf gewandt, als Sie die Zeichnung entdeckten. Warum? Der ist ja wohl kaum dafür zuständig. Naja, ich bin auf ihn los, weil ich dachte... Ich dachte, er war's. Wieso dachten Sie das? Sagen wir mal so, unser Verhältnis ist nicht gerade das Beste.
Gibt's Gründe dafür? Er konnte nicht bei mir landen. Ach, der Herr nimmt's wohl mit der Treue nicht so genau. Versucht's bei jeder. Was nicht gerade typisch ist für die Jungs bei uns. Vielleicht meint er, muss die Arbeit für alle machen. Denken Sie immer noch, dass er es war? Eigentlich passt es nicht zu ihm. Die Sache mit dem Spiegel war irgendwie so hinten rum. Er ist mehr einer für vorn raus. Ich brauche nur dran zu denken, wie grob er zu Isabels Vater war. Wie? Noch was, das Sie uns nicht gesagt haben? Was ist das? Gestritten haben Sie sich. Wenn ich das gestern nicht erwähnt habe, tut's mir leid, aber ich stand total unter Schock. Konnten Sie das nicht sehen? Nein. Haben Sie wahrscheinlich hervorragend überspielt. Darf ich mich jetzt umziehen? Wir sehen uns draußen. Ach, noch was, was für Sie von Bedeutung sein könnte. Er wurde sogar handgreiflich. Handgreiflich? Er hat Ihrem Vater regelrecht aus der Garderobe rausgeworfen. Und worum es bei dem Streit ging, haben Sie nicht zufällig mitbekommen? Also Ihre ganze Arbeit kann ich nun wirklich nicht machen. Haben Sie seine Adresse oder muss ich Ihnen die jetzt auch... Oh nein, danke, die haben wir wirklich. Danke. Danke, gern geschehen. Hat's super, gefallen? Danke. Ja, einmalig. Ah, super. Weiter sagen. Nebenbei, was mache ich, wenn wieder bei mir ein Mann vor der Haustür steht? Mich erschlagen lassen und warten, bis Sie zwei Stunden später da sind? Das ist eine gute Frage. Wiegand, Sie kennen ja den Weg, hm? So, gute Nacht allerseits. Da lang, bitte. Die Bilder müssten auch ausgetauscht werden. Sag bloß, du zählst ab. Sie wird achtmal erwähnt. Achtmal! Und du nur dreimal. Es legt sich wieder. Sie frisst dich! Und du tust nichts! Wo ist dein Verstand geblieben, Isabel? Dein Vater war dir doch ziemlich egal. Rüdiger, ich kann jetzt unmöglich an dem Ort auf die Bühne gehen, wo er gerade erst ermordet wurde. Das wäre gegen jeden Anstand. Wieso denn? Du gehst einfach vor den Vorhang und sagst, du widmest diesen Auftritt deinem Vater. Dazu ein paar Schluchzer. Das kommt gut an und die Sache hat sich. Nein. Ich kann das nicht, verstehst du nicht? Es gibt Regeln, an die muss man sich halten als Mensch. Sonst fällt alles auseinander. Es ist so typisch. Kaum werdet ihr älter, schon werdet ihr moralischer. Ach, das noch. Schlafen Sie denn nie? Say, wir können es kurz machen, dürfen wir? Bitte. Das heißt, Sie hatten Streit gehabt mit Sherman, kurz vor der Tat. Wie bitte? Es gibt jemanden, der das bezeugt. Den jemand kenne ich. Sind wir uns einig, dass man diese Person nicht ernst nehmen muss? Also wir nehmen Sie ernst. Hat Sherman Ihnen gedroht? Gedroht? Dass ich nicht lache. Er hat gesagt, Sie werden sich noch wundern. Das sagen die Leute doch immer, wenn Ihnen sonst nichts mehr einfällt. Die schlechte Stimmung zwischen Ihnen, die hat doch sicherlich irgendeinen Grund gehabt. Mein Vater wollte mein Geld, ich wollte es nicht hergeben. Alles ganz einfach. Erklären Sie es uns bitte trotzdem. Bitte. Meine Mutter, also Vaters erste Frau, hat mir gesamtes Vermögen vermacht. Und er fand, ich sollte es ihm geben. Zu welchem Zweck? Für seinen Verlag. Der war nun mal sein Leben. Aber ich wollte es lieber in mein Leben stecken, statt in seins. Und nur darum ging das Gespräch gestern Abend? Ja. Es tut mir auch leid. Das ist das Hinterhältige am Leben. Man weiß nie, welche Worte die letzten sind. Das Stück ist doch in der Kritik ganz gut weggekommen. Ganz gut? Den Rest von dem Artikel haben Sie doch hoffentlich auch gelesen, oder? Ja, ja, natürlich. Sie meinen den Absatz über Ihr Talent. Natürlich. Kann nicht schaden, dass sich das endlich mal herumspricht. Ich komme mit rein. Ja, bitte. Wieder mal auf und fällt dir nicht mehr richtig ins Schloss? Lichtschalter ist gleich rechts. Haben die schon hier gelegen, als sie heute das Haus verlassen haben?
Ach, die liegen hier schon seit Tagen rum. Wo ist denn Ihre Wohnung? Gleich um die Ecke links. Salzsäure sein. Das ganze Glas war voll damit. Ich stand oben auf der Tür. Nicht so weit ran. Wenn die Säure sie getroffen hätte, dann wäre das ihr letzter Auftritt gewesen. Ja, aber wer hätte davon profitiert? Gibt's eine Drittbesetzung? Ich denke nicht. Vielleicht war es ein verrückter Fan. Dafür ist sie noch nicht Star genug. So, jetzt kommen wir mal weg von dieser Dame und zurück zu unserem Opfer Ulrich Schermann. Der vor Ihrem Wagen umgebracht wurde. Mich interessiert jetzt nicht, vor welchem Wagen der umgebracht wurde. Mich interessiert jetzt nur das Opfer. Wir müssen einfach mehr über seine Persönlichkeit herausfinden. Das sollte doch kein Problem sein. Schließlich hat er in seinem engsten Bekanntenkreis einen arrivierten Psychologen. Sie wollen Auskunft über Ulrich Schermann von mir? Ja, Sie haben ja selbst Ihre Hilfe angeboten. Schon, da dachte ich allerdings nicht an Fragen über sein Privatleben. Ja, schauen Sie, wir müssen einfach mal über seine Persönlichkeit herausfinden, wissen Sie? Das ist eine ganz normale Vorgehensweise. Ja. Bei einem Raubmord? Naja, davon gehen wir jetzt allerdings nicht mehr aus. Ach so, und jetzt ist sein Umfeld dran. Genau. Kannten Sie Herrn Schermann schon lange? Ein paar Jahre. Und wie haben Sie sich kennengelernt? Ulrich suchte einen Fachmann, der ihm die Einleitungstexte für seine psychologische Reihe schrieb. Er fragte bei mir an. Seitdem mache ich das. Dann war das doch mehr beruflich als privat. Naja, es war beides. Seine Frau arbeitet ja auch in dem Verlag und sie hat mein Buch lektoriert. Also hatte ich gleich den vollen Familienanschluss. Wie war denn Ihr erster Eindruck? Ich mochte sie sofort. Eine starke Persönlichkeit. Vielleicht etwas zu konfliktscheu. Also ich dachte jetzt eher an den ersten Eindruck von Herrn Schermann. Ulrich war gebildet und intelligent. Heißt das, ihn mochten Sie nicht sofort? Naja, wissen Sie, mit ihm musste man vorsichtig sein. Er war sehr willensstark. Und er verfiel auf die raffiniertesten Schachzüge, um seinen Willen durchzusetzen. Das fand ich allerdings an ihm auch wieder faszinierend. Sie wissen Bescheid über den Streit um die Erbschaft? Ja. Brauchte er denn das Geld dringend? Ach was, überhaupt nicht. Er hat genug davon. Er wollte nur immer mehr. Das war mir ein psychisches Problem. Ich hätte ihm helfen können, wenn er sich hätte helfen lassen. Ehrlich gesagt, nach wahrer Freundschaft klingt das nicht gerade. Wir verstanden uns. Aber wissen Sie, bei einer Freundschaft muss man auch mal runterkommen von seinem hohen Ross. Er wollte immer nur oben sein. Ja. Seine eigenen Mitarbeiter nannten ihn den Monarch, das sagt doch schon viel. Ah! Sieben! Ja? Ja, sieben! Wie sieben? Nein, sieben Buchstaben, Monarch! Ach, verstehe, Sie suchen immer noch nach dem Passwort für seinen Laptop. Komm, hören Sie auf, der macht das ganze Präsidium verrückt. Sie fahren ja zweigleisig. Wie bitte? Ja, einerseits haben Sie eine ganz normale Praxis und andererseits beschäftigen Sie sich mit Gewaltverbrechen. Ja, in der Theorie, ja. Das ist ein Hobby von mir. Gibt's denn keine schöneren Hobbys? Schon. Aber wenige sind so lehrreich wie Mörder. Ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, wie sich viele Verhaltensmuster ähneln. Und welche zum Beispiel? Das ist ein bisschen zu komplex für ein Gespräch zwischen Tür und Angel. Vielleicht ein andermal? Gut. Vielleicht ein andermal. Na, endlich. Ich dachte schon, das wird heute nichts mehr.
Herr Kohoff, sind Sie hier in Behandlung? Ja. Na, Behandlung ist zu viel gesagt. Ich helfe Ihnen ein bisschen beim Stressabbau. Ich bin sofort für Sie da, wenn Sie schon mal vorgehen wollen. Ja, danke. Das wäre schon nett gewesen, wenn Sie uns gesagt hätten, dass Ihr Patient ist. Ich sah dazu keinen Anlass. Sie sahen dazu keinen Anlass. Isabel Schermann, helfen Sie dazu für dich auch beim Stressabbau? Sicher. Was denken Sie, wie ich sonst zu Herrn Kauf gekommen bin? Und dazu sahen Sie auch keinen Anlass? Wissen Sie, ich könnte mich jetzt auf meine Schweigepflicht berufen, aber das führt nur zu unnötigen Spekulationen. Glauben Sie mir, ich mache mit diesen Leuten lediglich leichte Lockerungsübungen. Da gibt es nichts, was für Sie von Belang wäre. Wir hören noch voneinander. Also ein paar so leichte Entspannungsübungen, die können sich aber auch vertragen. Komisch, der kennt sie alle. Ja. Und er beschäftigt sich mit Mördern und ihren Verhaltensmustern. Naja, in der Theorie, habe ich in der Theorie. Trotzdem, ich habe das Gefühl, der sagt uns nicht alles. Das wäre mal was ganz Neues, wenn uns einer alles sagen würde. So, jetzt kümmern Sie sich jetzt mal um das Passwort, Arne. Oh ja, da bin ich gespannt. Na, endlich mal ein bisschen Leben in der Bude. Hirsemeier, Hirsemeier, Hirsmeier, Hirsmüller. Ja! War's das? Nee, das war noch gar nichts. Ich bin jetzt drin, aber jetzt muss ich erst durch. Jede Menge Dateien. Das dauert. Schön, haben wir alle was zu tun jetzt. Und bei Ihnen was Neues? Nee. Und ich schätze mal, dass das letzte Kapitel auch nicht viel spannender wird. Moment mal. Ich habe da eine Idee. Darf ich? Das ist das Auto von der Sabine Falk. Können Sie sich das vorstellen? Solange ich nicht damit fahren muss. So, jetzt holen Sie das mal da bitte raus. Halt. Sehen Sie sich das an, Arne. Wehrloser kann ein Mensch doch gar nicht sein. Kniend, den Nacken gebeugt und einen Gegenstand in den Händen. Genauso wollte ihn der Täter haben. Das heißt, das Telefonbuch war der erstbeste Gegenstand, den er in die Finger bekam. Ja. Es sollte verhindern, dass der Schermann die Hände frei hat. Das war der Zweck des Buches, denke ich, und sonst gar keiner. Und warum ist Ihnen das nicht 1000 Seiten früher eingefallen? Falls diese Annahme stimmt, muss Schermann einen guten Grund gehabt haben, unter das Auto zu sehen und es in die Hände zu nehmen. Genau. Und den werden Sie jetzt hoffentlich bald rausfinden. Ich habe alles auf Isabels Erfolg gesetzt. Da kann ich doch wohl erwarten, dass sie ein bisschen dran mitarbeitet. Sie können sie nicht zum Auftritt zwingen. So viel steht fest. Ja, was bleibt mir dann noch übrig? Sich damit abfinden, würde ich sagen. Ah, ich muss noch einkaufen gehen. Ich brauche einen schwarzen Anzug. Machen Sie ruhig auch Schluss für heute. Hm? Gut. Danke, bis morgen. Ich hab's. Hanne, müssen Sie denn immer alle Rekorde brechen? Ich dachte mir, ich schaue mir erst mal seine E-Mail durch. Und das war's dann auch. Die Sache ist die, Schermann hat in den letzten Tagen insgesamt 4 E-Mails erhalten von einer Person mit dem Decknamen Superstar. Worum ging's dabei? Um Rüdiger Korff. Die Person behauptet in den E-Mails, Rüdiger Korff sei ein mehrfach gesuchter Anlagebetrüger und sie könne das beweisen. Oh, das hat der Schermann bestimmt gerne gehört. Oh, er hat sofort angebissen und wollte die Beweise sehen. Hier, das ist jetzt die letzte E-Mail. Sie kam am Abend vor dem Mord um 23.20 Uhr. Ich habe die Unterlagen. Ich lege sie unter mein Auto morgen vor der Vorstellung. Ja, und dann folgen Autotyp und Kennzeichen von Sabine Falk.
Diese E-Mails haben ihn also in die Garage und in das Auto gelockt. Das war eine Falle. Ja, und die Falke steckt dahinter. Unter dem Decknamen Superstar. Nein, das glaube ich nicht. Was glauben Sie? Das wäre mir zu durchsichtig. Ich glaube, dass sich da jemand als Sabine Falk ausgegeben hat. Jemand, der wusste, dass der Schermann etwas gegen diesen Kauf hatte. Die Sabine Falk hat mit diesem ganzen Fall nichts zu tun. Sie muss etwas damit zu tun haben. Sonst wären ihr doch nicht all diese Sachen passiert. So wie ich diese Dame einschätze, sehe ich da mittlerweile eine ziemlich einfache Erklärung. Was meinen Sie, Hane? Einfacher geht's nicht. Kann ich das machen? Gut. Ziehen Sie ab. Komm, vertrau mal aufs Alter. Siska? Ja, hier ist Max Wohlfahrt. Meine Sekretärin ruft eben an. Bei mir in der Praxis wird gerade eingebrochen. Ich bin sofort bei Ihnen. Ich kam zurück. Ich hatte mein Handy vergessen. Da hörte ich ein Geräusch im Sprechzimmer. Und bis jetzt kam niemand raus? Niemand. Mich erschreckt. Ach, mit der ganzen Kavallerie? Was machst du da? Ja, ich denke, das sieht man doch. Ich hab meine Hände in deinen Akten. Wie kommst du hier rein? Du hast bei uns einen Zweitschlüssel deponiert. Schon vergessen? Und was suchst du? Was wohl? Ja, was? Ich suche die Akte von Isabelle, weil ich satt habe. Ihr verheimlicht mir doch irgendwas. Ihr redet doch kein ein klares Wort mit mir. Ich will wissen, wer sie ist. Und ich will wissen, was du über sie denkst. Regina, es gibt keine Akte über Isabelle. Ich berate sie nur, ich behandle sie nicht. Ja, tut mir leid. Falscher Alarm. Nein, nee. So einfach geht das nicht. Ich muss Anzeige aufnehmen. Ach, Quatsch. Ja, ja, das ist ein sogenanntes Offizialdelikt. Ich bin dazu verpflichtet. Das ist überhaupt kein Delikt. Regina hat ihre eigenen Schlüssel, haben Sie doch gehört. Sie hat mir nur einen Besuch abgestattet, das ist alles. Kommen Sie bitte. Fürs Erste auf einen Kaffee. Entschuldigt, lasst ihr uns ganz kurz alleine, danke. E-Mail, okay, Computer, so, mit sowas kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich drücke mich durch meinen Körper aus. Das dachten wir uns schon. Kommen wir zu etwas anderem, zu dem Mann, der hinter Ihnen her ist. Haben Sie ihn? Im Gegenteil, wir stellen die Ermittlungen ein. Dafür zahle ich Steuern? Na, Sie haben Nerven. Dass Sie drauf zahlen, das glaube ich kaum.
Durch all diese Dinge, die Ihnen passiert sind, sind Sie doch mittlerweile bekannter als Ihre Kollegin. Tja, auch das Schlimmste hat noch was Gutes. Für Sie hatte es doch nur Gutes. Das ist es ja gerade. Außerdem ging es jedes Mal mit einer gewissen Dramatik einher, die im wirklichen Leben doch eher seltener vorkommt. Wollen Sie behaupten, ich habe diesen Überfall auf mich frei erfunden? Den Fehler hat schon mal Ihr Kollege gemacht. Das war kein Fehler. Er hat nur Ihre Raffinesse unterschätzt. Als ich hinter das Haus gelaufen bin, haben Sie im Hausflur das Telefonbuch geholt, haben auf der Seite mit Ihrem Namen das Strichmännchen reingekritzelt und das Ganze dann so platziert, dass ich es finden musste. Zuvor in der Garage, da hatten Sie mitbekommen, dass ein Telefonbuch mit der Sache zu tun hatte. Lippenstift war das Einzige, was Sie zur Hand hatten. Und Strichmännchen, das ist das Schnellste, was man zeichnen kann. Und dann haben Sie Ihr Spielchen sogar noch ausgebaut. Sie haben Ihren eigenen Spiegel beschmiert, Sie haben in Ihrer eigenen Wohnung eine Falle präpariert und dazu jedes Mal ein großes Theater abgezogen. Pressewirksam, natürlich. Sie haben den Tod eines Menschen benutzt für eine billige Show in eigener Sache. Finden Sie das nicht schäbig? Selbst wenn Sie recht hätten. Mich kennt jetzt jeder. Machen Sie das doch mal rückgängig. Oh nein, das wollen wir gar nicht rückgängig machen. Im Gegenteil. Wir werden uns die größte Mühe geben, dass der Rest der Menschheit auch ihre andere Seite kennenlernt. Vortäuschen einer Straftat ist nämlich eine Straftat. Unsere Ermittlungen gegen Sie haben bereits angefangen. Sie hören bald von uns. Isabel ist meine Stieftochter. Aber eigentlich ist sie mir völlig fremd. Ich weiß kaum irgendetwas über sie. Und, ich wollte einfach nur Bescheid wissen. Und da gibt es nicht vielleicht noch einen anderen Grund, warum Sie in dieser Praxis waren? Nein. Haben Sie sonst noch Fragen? Ja. Eine noch. Wenn Sie mir die beantworten, dann erspare ich Ihnen alle weiteren. Fragen Sie. Haben Sie Ihren Mann geliebt? Er hatte meinen Respekt. Das ist die Antwort. Das ist die nächste Frage. Gut, belassen wir es dabei. Warten Sie. Ich habe meinen Mann nicht geliebt. Er war mein Chef. Ich habe als Lektorin bei ihm gearbeitet. Wussten Sie das? Ja. Es hat mir geschmeichelt, dass er mir diesen Heiratsantrag gemacht hat. Und ich habe mir halt gedacht, die Liebe wird schon kommen. Aber sie kam nicht. Wissen Sie, Ulrich ließ einfach niemanden an sich heran. Niemand. Er war einfach nicht in der Lage dazu. Armer Ulrich. Er war halt immer der Chef. Haben Sie je versucht, Ihre Enttäuschung anderweitig zu lindern? Wissen Sie, mein Mann mag seine Fehler gehabt haben, aber er war mir treu. Und ich war es auch. Ich habe da meine Grundsätze. Einen anderen Mann brauchen Sie in meinem Leben nicht zu suchen. Naja, was soll ich noch sagen? So hat sie es mir erzählt. Das klingt ja wirklich ein bisschen aus der Reihe. Aber Sie glauben mir? Ja. Na gut, eine Spur weniger. Und, was jetzt? Mit Korf reden, ob was dran ist an dieser Betrugsunterstellung. Ich mag keine offenen Fragen. Wiegand. Und ich? Sie? Wieso Sie? Ach ja, Sie halten bitte ein Auge auf unseren Psychologen. Der wirkt heute ganz und gar nicht glücklich. Falls er aus dem Haus geht, möchte ich gerne wissen, wohin. Wiegand. Tut mir leid, dass ich Sie haben warten lassen. Geben Sie diesen Brief doch bitte auf dem Heimweg bei Frau Schermann ab. Gibt es sonst noch was? Nein. Jetzt ist endgültig Feierabend. Wiedersehen. Thank you.
Ehrlich und Betrug? Das ist doch wohl das Letzte. Wer sagt denn sowas? Wir würden gerne wissen, ob was dran ist. Ja, wenn etwas dran wäre, dann wüssten Sie das doch schon längst. Gibt es Anzeigen? Habe ich Vorstrafen? Aktenkundig sind Sie nicht, nein. Na also, wenn Sie... Ich muss niemand betrügen. Ich habe genug Verstand, um die Leute ganz legal auszunehmen. Sie werden lachen, aber das überzeugt mich. Gut, da hat sich wohl jemand einen Scherz erlaubt. Sie ziehen aus? Ich wechsle den Wohnsitz. Ja. Warum? Sagen wir, künstlerische Differenzen. Klingt gut, sagt mir nicht viel. Star sein ist nicht alles. Man muss auch dran arbeiten. Ihre neue Adresse dürfen Sie uns noch geben. Ich rufe dich an, bei Gelegenheit. Das eilt nicht. Sie haben ihn rausgeworfen. Kann man das so sehen? Kann man. Künstlerische Differenzen, habe ich gehört. Wie man es nimmt. Ihm lag ein bisschen zu viel an meiner Karriere. Ihnen nicht? Ich liebe den Erfolg, wirklich. Aber nicht um jeden Preis. Nicht alle Grenzen sind dazu da, dass man sie überschreitet. Da bin ich Ihrer Meinung. Na, wenigstens einer. Wissen Sie, ich kam mit meinem Vater nicht zurecht. Aber sein Tod hat mir über vieles die Augen geöffnet. Durch die Art, wie andere damit umgegangen sind. Wer weiß, vielleicht stecke ich mein Geld doch in seinen Verlag. Als kleinen Beitrag dazu, dass die Menschheit klüger wird. Das ist dann aber eine Lebensaufgabe. Na, viel Glück. Danke. Tja, so wie es aussieht, waren die E-Mails wohl komplett erfunden und hatten nur den einen Zweck, Sherman in die Garage zu locken. Ja, wo er dann natürlich auch keine Beweise bezüglich des Betrugs fand, sondern lediglich ein Telefonbuch. Was der Täter auch nur deswegen dahingelegt hat, damit der Sherman eine Körperhaltung einnahm, in der er völlig wehrlos war. Kleinen Moment. Hane, was gibt's? Also, ich verfolge ihn seit ungefähr einer Viertelstunde. Er ist kreuz und quer durch die Gegend gefahren. Und jetzt sind wir auf einem verlassenen Fabrikgelände. Ich weiß nicht, was der vorhat. Gut, bleiben Sie dran, ja? Eigentlich konnte nur eine ganz bestimmte Person diese Falle stellen. Und zwar jemand, der genau Bescheid wusste. Über alle. Ja, heute ist ja was los. Ja, Siska? Frau Schermann? Ja, gut, wir sind sofort bei Ihnen. Schermann. Das ist doch ein Geständnis. Ja, das bestätigt auch unsere Vermutung. Wissen Sie, ich habe schon geahnt, dass er Gefühle für mich hat. Aber ich wusste doch nicht, dass Sie so stark sind. Er hat gewusst, dass Sie Ihrem Mann treu bleiben würden, solange er lebt. Und deswegen hat er beschlossen, ihn sterben zu lassen. Sie meinen, deshalb hatte er die Absicht, diesen Raubmord vorzutäuschen? Ja. Es sollte so aussehen, als wäre Ihr Mann aus irgendeinem Grund noch mal in die Garage gegangen, zu seinem Wagen, und dort überfallen worden. Aber der Trick ging schief, weil Sie waren ja gar nicht mit Ihrem eigenen Wagen da. Trotzdem, der Plan hätte aufgehen können. Weil früher oder später hätten Sie sich ihm ja wohl zugewendet, nicht wahr? Ja, vielleicht hätte ich das. Aber dann schöpften Sie Verdacht. Irgendwann habe ich einfach angefangen nachzudenken. Deshalb bin ich in seine Praxis. Ich hatte das Gefühl, dass ich dort vielleicht etwas finden würde, was meinen Verdacht bestätigen könnte. Ja, und als er Sie dann dort stehen sah in seiner Praxis, begriff er, dass Sie ihm nicht mehr trauten. Und dass er vergeblich zum Mörder geworden war. Keine Liebe ohne Vertrauen. Wenn das irgendjemand weiß, dann er. Darf ich noch? Natürlich. Ich
habe dich verloren. Damit habe ich alles verloren. Ich gehe auf eine lange Reise. Sie entschuldigen mich einen kleinen Moment. Ja, er fährt sinnlos die Straße runter. Ich verstehe es nicht. Die führt nirgendwo hin. Hier rechts sind Fabrikgebäude. Und links, da ist eine Sackgasse. Und geradeaus? Ja, nichts als ein altes Gebäude. Was will er denn da? Verdammt nochmal, der fährt auf die Mauer zu! Hane? Hane, können Sie noch aufhören? Hane! Seine Reise.